Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Waffenruhe, ist das der Beginn eines dauerhaften Friedens? Kompromiss, warum so spät? Fragen zum Asylverfahren an Bundesjustizminister Kinkel. Aufgeflogen. Wer ist der Untergrundmann im libyschen Giftgasgeschäft? V, das neue Erfolgszeichen am Himmel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hält der von dem UNO-Unterhändler Vance vermittelte Waffenstillstand in Jugoslawien besser als die 14 vergangenen? Das war die Frage, die sich heute in Kroatien und nicht nur dort alle Welt stellte. Nun, geschossen wurde weiterhin. Gestern Nacht und heute früh mehr als dann am Nachmittag und heute am Abend. Erst wenn dieser 15. Waffenstillstand von Dauer sein sollte, wollen die Vereinten Nationen 10.000 Mann Friedenstruppen entsenden. Peter Duzzig über den Tag in Kroatien. Mach doch ein Foto von uns, fordern die Soldaten den Kameramann auf. Nicht jeden Tag ist es so ruhig hier. Und dann singen sie übermütig. Mutter Kroatien, sei nicht traurig, ruf nur. Es werden alle Falken ihr Leben für dich opfern. Wenige Kilometer weiter zeigt sich der Waffenstillstand von einer anderen Seite. Kroatische Gardisten erwidern das Feuer auf serbische Scharfschützen, die zuvor provoziert haben. In Brest ist Gemütlichkeit angesagt. Am Dorfende beginnt die Frontlinie. Die meisten Häuser sind durch Granaten schwer beschädigt. Die 300 Einwohner sind schon vor Monaten geflüchtet. Und immer wieder durchbricht Gewehrfeuer die Stille. Ende September bin ich von hier weggegangen, erzählt Bauer im Laden, der heute zum ersten Mal wieder sein Haus aufsucht. Solange die Granaten in die Nachbarhäuser eingeschlagen sind, so lange blieb ich hier. Aber nach dem ersten Treffer in mein Haus wollte ich nicht mehr. Und wird er wieder zurückkommen? Wenn nicht mehr geschossen wird, dann bin ich der Erste, der nach Brest zurückkommt. Seit Beginn des Waffenstillstands werden die kroatischen Truppen an der Front nicht mehr mit militärischem Nachschub versorgt, heißt es. Und Präsident Tudjman zeigt sich optimistisch und spielt Spekulationen herunter, dass die Freischärler der serbischen Minderheit in der Krajina die Feuerpause gefährden könnten. Bei einem Abzug der jugoslawischen Armee hätten sie aber keine Überlebenschancen gegen die kroatischen Gardisten. Für diesen kroatischen Kommandeur eines Frontabschnittes ist es noch nicht klar, wie Absprachen mit der gegnerischen Seite bei Verletzungen des Waffenstillstandes erfolgen können. Es wäre ganz gut, wenn es solche Absprachen geben könnte. Aber nur, wenn die Kommandeure auf beiden Seiten dann noch Einfluss auf die eigenen Leute haben. Bei uns ist das kein Problem. Auf der anderen Seite funktioniert das aber nicht. Gestern noch war die ostslawonische Stadt Osijek mit mehreren tausend Granaten beschossen worden. Wurden 6 Menschen getötet, 23 verletzt. Heute zeigte die Stadt ein wenig Normalität. Seit Mitte September hatten die Bewohner fast jede Nacht in den Kellern verbracht, oft auch tagsüber. Und nach dem letzten, dem 14. Waffenstillstand, hat es sogar eine Verschnaufpause gegeben von einigen wenigen Tagen. In der kommenden Woche wird in Bonn wieder einmal das Thema Asylanten auf der Tagesordnung stehen. Die Bundesregierung und die Parteien hatten im letzten Herbst den Kompromiss erzielt, die Verfahren ohne eine Grundgesetzänderung zu beschleunigen. Nun soll nächste Woche den Parteien der Entwurf eines Gesetzes zu den Asylverfahren zur Stellungnahme vorgelegt werden. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Schäuble hat dagegen in einem Interview mit Bild am Sonntag erneut eine Grundgesetzänderung für notwendig erklärt. Wie denkt darüber der Koalitionspartner FDP? Um das auszuloten, sind wir jetzt mit Bundesjustizminister Klaus Kinkel in Stuttgart verbunden. Einen schönen guten Abend, Herr Kinkel. Guten Abend. Kurz eine Stellungnahme zu Schäubles Äußerung. Brauchen wir eine Grundgesetzänderung oder brauchen wir sie nicht? Die FDP und auch ich selber vertreten die Auffassung, dass eine solche Grundgesetzänderung nicht benötigt wird. Wir sollten jetzt die Maßnahmen, von denen Sie vorher sprachen, die wir in 2 Gesprächen beim Bundeskanzler im Oktober des letzten Jahres beschlossen haben, möglichst schnell umsetzen. Das sind praktische und gesetzliche Maßnahmen. Beides muss nun rasch kommen. Wir sind bemüht, das auch tatsächlich jetzt rasch zu bringen.
Wenn Sie sagen rasch, heißt das, wie schnell kann es denn gehen? Ich gehe davon aus, dass wir uns im Laufe des Januar einigen über die gesetzlichen Maßnahmen und dass wir dann das möglichst schnell als Koalitionsentwurf im Bundestag einbringen. Ich gehe davon aus, dass das im März, April verabschiedet sein könnte, wenn auf allen Seiten guter Wille vorhanden ist. Auf allen Seiten, damit meinen Sie ja nicht nur die Koalitionsparteien, sondern auch die SPD. Ich gehe davon aus, dass die SPD, wenn es irgendwie geht, mitmachen wird aus ihrer Sicht und hoffe, dass es also ein Allparteien-Koalitionskompromiss werden wird. Aber das ist ja nur die eine Seite. Wichtig ist, dass jetzt auch im Vorfeld schon die praktischen Maßnahmen, die Einrichtung der Sammelunterkünfte und so weiter in den Ländern geschieht, dass die notwendigen Entscheider gefunden werden, dass auch eventuell notwendige neue Richterstellen geschaffen werden. Das geschieht ja zügig in den Ländern, darüber bin ich froh. Aber es gibt ja noch wenig Vollzugsmeldungen. Doch, doch. Wenn Sie also in den einzelnen Ländern nachfragen würden, würden Sie durchaus merken, dass dort außerordentlich viel in der Praxis angelaufen ist. Aber wir brauchen natürlich auch noch zusätzlich vor allem in erster Linie jetzt das Gesetz. Gut, und Sie brauchen dann etwa 500 Richter, die das Gesetz durchziehen. Ja. Bei gutem Willen war ich persönlich immer der Meinung, dass die vorhandene Richterzahl, die bisher schon da ist, im Grunde ausreichen müsste. Aber es ist ja erfreulich, dass in den meisten Ländern auch die Bereitschaft besteht, zusätzliche Richterstellen zu schaffen. Sie sind ja im Augenblick in Stuttgart, weil dort morgen der Landesparteitag ist und dann anschließend das traditionelle Dreikönigstreffen. Man sagt ja eigentlich, Sie werden jetzt die neue Zugnummer in Baden-Württemberg. Also das weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ich bin ja jetzt genau ein Jahr in der FDP und ein Jahr Bundesjustizminister. Ich freue mich natürlich, wenn meine Sacharbeit Anerkennung findet und ich freue mich auch, wenn ich persönlich Zuneigung bekomme. Aber ich würde mal etwas zurückhaltender und bescheidener sein. Jedenfalls so sehe ich meine Rolle. Ja, es ehrt Sie natürlich, dass Sie bescheiden sind, aber nach den politischen Pannen, die Herr Möllemann sich in der letzten Zeit geleistet hat, wird doch eigentlich ganz offen darüber gesprochen, dass Sie, Herr Kinkel, der denkbare Nachfolger von Herrn Lambsdorff sind. Also zunächst mal ist Graf Lambsdorff ein eben in Suhl mit großer Mehrheit gewählter, aus meiner Sicht und ich meine aus der Sicht der FDP, hervorragender Parteivorsitzender. Man sollte jetzt nicht sofort nach seiner Wahl mit einer neuen Diskussion über den Parteivorsitz beginnen, aber wenn Sie es schon ansprechen, ich fühle mich in meiner Rolle als Bundesjustizminister wohl. Sie ist faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch besonders schwierig nach der Wiedervereinigung. Und na gut, aber ich meine, kurz mal die klare Frage, würden Sie es mit 100% Sicherheit ausschließen, dass Sie vielleicht doch Kandidat sein werden? Ich habe mir eins angewöhnt, das habe ich in den 12 Monaten gelernt. Man soll nie, nie sagen in der Politik, aber derzeit würde ich sagen, habe ich solche Pläne nicht. Ich danke Ihnen schön. Schönen Abend. Bitte schön. Es gibt Leute, die lernen nie aus und welche, die lernen es nie. Zu der zweiten Kategorie gehört Volker Weisheimer. Der lebt in einer schönen Villa am Gardasee, behauptet, er sei aus politischen Gründen aus Deutschland ausgewandert, hasse die Deutschen und das Grundgesetz, sei aber auf Hitler stolz. Von dem habe er sogar einen Brief, in dem der Führer Weisheimers Forschung über Spezialwaffen lobe. Ging es vielleicht um Giftgas? Schon möglich, denn Stefan Rocker und Stefan Welz glauben, in ihm den Drahtzieher hinter der libyschen Giftgasfabrik Rabda gefunden zu haben. Eine Villengegend am Gardasee. Hier hält sich der mutmaßliche Drahtzieher des Giftgasgeschäfts seit 4 Jahren versteckt. Volker Weisheimer, 71-jähriger Ingenieur aus Karlsberg in der Pfalz, Kamera- und Öffentlichkeitsscheu. Dabei hatte er keine Skrupel, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Jürgen Hippenstiel, Ex-Chef der Imhausen Chemie, inzwischen zu 5 Jahren Haft verurteilt. Verurteilt auch dessen Helfershelfer in der Firma. Aber der Mann im Hintergrund, Weisheimer, blieb bis heute von der Justiz unbehelligt. Ein Imhausen-Mitarbeiter, der anonym bleiben will. Ich habe mich nur schon sehr früh gewundert, dass der Name überhaupt nie hinterfragt wurde, obwohl mir diese Person zu Anfang ja in dem Projekt Pharma 150 über den Weg gelaufen ist. Pharma 150, die Tarnbezeichnung für Rabda. Errichtet von der Firma Imhausen, aber die ersten Pläne für die Giftgasanlage stammen von Volker Weisheimer, der das Projekt später bei Imhausen betreute. Weisheimer, ein Mann, der mit wehrtechnischen Kenntnissen aus dem Dritten Reich prahlte und Geschäftskontakte zu Altnazis unterhielt. Sein ehemaliger Firmenrepräsentant für Spanien und Nordafrika etwa, der Ex-SS-Mann und Mussolini-Befreier Otto Skorzeny. Zu Weisheimers dubiosen Geschäftspartnern gehörte auch dieser Londoner Geschäftsmann, der Exil-Iraker Dr. Barbutti.
Er war der Generalbevollmächtigte Gaddafis für das libysche Giftgasvorhaben. Noch bevor die Firma Imhausen ins Spiel kam, warben Weisheimer und Barbutti schon gemeinsam Arbeitskräfte für Raptor an. Ein Telex an einen Baufachmann, dem man allerdings seltsame Bedingungen stellte. Und dabei fiel also ein Wort, alle Europäer, die ich mitbringe, müssen gestandene SS-Leute sein. Und da sagte bei mir Klick. Während Baufachmann Hinze das Angebot ablehnte, stieg die Firma Imhausen Monate später in das Raptor-Projekt ein. Volker Weisheimer, Hintermann eines der größten Rüstungsskandale der Bundesrepublik, bislang von der Justiz noch nicht zur Rechenschaft gezogen. Wenn Sie sich nicht sofort hier wegscheren, bringen Sie einen übers Hirn, wie Sie noch keine bekommen haben. Da bekommen Sie eins übers Hirn, wie Sie noch keins bekommen haben, meint er. Für manche ändern sich die Zeiten nie. Dass ein Altnazi und England in dieser Geschichte vorkommen, hat seinen Grund. In England wurden nach dem Krieg führende Chemiewaffenexperten aus Nazi-Deutschland interniert. Ihr Wissen über Kampfgase wurde von englischem Militär und Geheimdienst protokolliert und ist seit Mitte der 70er Jahre öffentlich in Londoner Archiven einsehbar. Dort hat sich auch der Irak sein Grundwissen über Giftgase geholt und sich dann an die deutschen Firmen gewandt, die in den Aussageprotokollen der Nazis als Kampfgashersteller genannt werden. Nun, die Verfahrenstechniken wurden inzwischen weiterentwickelt und mussten auf den neuesten Stand gebracht werden. Fing Weisheimer als erster damit an? Weshalb stellt die deutsche Justiz diese Frage nicht? Denn fest steht, die ersten Pläne für Raptor stammen von Weisheimer und sie kommen aus London. Weisheimer allerdings bestreitet diese Vorwürfe. Und nun weitere Nachrichten mit Joe Brauner. Beamtenbesoldung. Mindestens 10% mehr Geld müssten die Beamten nach Ansicht ihres Verbandschefs Hagedorn bekommen. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes bezeichnete eine Anhebung in dieser Größenordnung als unvermeidbar. Nach seinen Worten haben die Beamten einen Einkommensrückstand von gut 14%. Die genaue Forderung zur Besoldung will der Beamtenbund morgen festlegen. Schuldenstundung. Der neuen Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, wollen die 17 wichtigsten westlichen Gläubigerländer bei den Schuldenproblemen entgegenkommen. Dazu wurde heute in Paris ein Abkommen unterzeichnet. Darin werden mittel- und langfristige Schulden gestundet, die vor 1991 aufgenommen wurden und im Laufe dieses Jahres fällig sind. Einer der wichtigsten Gläubigerstaaten ist Deutschland. EG-Hilfe. In Frankfurt wurden wieder Transportmaschinen mit Lebensmitteln für Russland beladen. Wie schon zuvor sollen sie nach Moskau und St. Petersburg fliegen. Vor allem werden Margarine, Mehl und Milchpulver aus EG-Beständen, die in Deutschland lagern, in die Notgebiete transportiert. Der Wert insgesamt über 400 Millionen Mark. Inzwischen wird berichtet, dass Hilfsgüter offenbar aus privaten Spendenaktionen durch eine Art Mafia auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. Machtkampf. Der georgische Präsident Gamsa Churdia will nicht aufgeben. In einem Fernsehinterview bekräftigte er seine Entschlossenheit, sich gegen die bewaffnete Opposition zu behaupten. Gamsa Churdia hält sich seit 14 Tagen im Regierungsgebäude in Tiflis verschanzt. Die Opposition hat den geplanten Sturm auf das Gebäude heute verschoben. Gamsa Churdia wurden abermals 2 Tage Frist für den geforderten Rücktritt gegeben. US-Stützpunkt. Bei seinem Besuch in Singapur vereinbarte US-Präsident Bush mit Ministerpräsident Goh, dass die Vereinigten Staaten in dem Stadtstaat eine Nachschubbasis aufbauen werden. Wegen Differenzen mit der philippinischen Regierung müssen die Amerikaner den bisherigen Flottenstützpunkt Subic Bay bis Ende 1992 verlassen. Die USA, so Bush, werden im asiatisch-pazifischen Raum bleiben, solange sie willkommen sind. Kurt Bois gestorben. Der große Charakterdarsteller und Komödiant starb, wie erst jetzt bekannt wurde, am 25. Dezember in Berlin. Er war 90 Jahre alt. Auf dem Theater von Max Reinhardt und später als Brecht-Interpret sowie in zahlreichen Filmen hat er sich weltweit einen Namen gemacht. Da sagt man immer, trau keinem über 30. Irrtum. Beim ersten Weltcuprennen im neuen Jahr in Kranjska Gora in Slowenien startete der 31-jährige Peter Roth vom Königssee zwar als 57., aber platzierte sich auf dem steilen und eisigen Hang immerhin unter den ersten 10 der Weltelite. Über den Ausgang des Riesenslaloms der Herren Fritz von Thurn und Taxis. Ein italienischer Nachwuchsfahrer sorgte zum Auftakt der alpinen Skirennen im slowenischen Kranjska Gora für die große Sensation. Nicht Tomba,
Girardelli Furuset oder Accola hieß der Sieger des heutigen Riesenslaloms, sondern Sergio Bergamelli. Der 21-jährige frühere Juniorenweltmeister im Slalom schockte die Konkurrenz schon im ersten Durchgang. Mehr als eine Sekunde betrug sein Vorsprung auf Michael von Grünigen aus der Schweiz, auch das war eine kleine Überraschung, Ole Christian Furuset und Alberto Tomba. 7000 Zuschauer, vorwiegend italienische Fans, die über das nahe Tarvisio ins slowenische Skizentrum gekommen waren, feierten den jungen Mann nach einem weiteren Traumlauf frenetisch. Bergamelli, bisher lediglich zweimal Elfter in einem Weltcuprennen, gewann mit dem ungewöhnlichen Vorsprung von 2 Sekunden und 22 Hundertstel vor Hans Pieren aus der Schweiz und dem eigentlichen Favoriten Alberto Tomba. Freude gab es auch für die deutschen Riesenslalomfahrer, denn Peter Roth wurde 9. und Armin Bittner immerhin 11. Überraschung in Winterberg. Carsten Albert aus Friedrichsroda holte sich bei der ersten Entscheidung der deutschen Meisterschaften im Rennrodeln den Titel. Der 23-Jährige ließ dabei die gesamte Olympiamannschaft hinter sich. Mit einer Zeit von 1 Minute 45,54 Sekunden qualifizierte er sich gleichzeitig für die Europameisterschaften in Winterberg. Vizeweltmeister Georg Hackel sowie René Friedl wurden auf die Plätze verwiesen. In Schonach stahl ebenfalls ein Außenseiter der Weltelite die Show. Jens Daimel war der überragende Springer der nordischen Kombinierer auf der Langenwaldschanze. Mit der Bestweite von 2x89 Metern landete der 19-Jährige auf Platz 1. Favorit auf den Gesamtsieg in Schonach unter den 67 Kombinierern ist der Franzose Fabrice Guy. Der starke Läufer startet morgen als Dritter hinter Daimel auf die 15-Kilometer-Strecke. Was denkt sich ein Finne aus, wenn er die Österreicher beeindrucken will? Nun, der 16-jährige Toni Nieminen hatte sich eben gerade das vorgenommen und ohne viel zu fackeln meinte er, mit einem Satz über 110 Meter würde er die Österreicher schon verunsichern. Gesagt, getan. Und mit seinem Sieg beim 40. Bergiselrennen im Rahmen der Vierschanzentournee degradierte er Gastgeber Österreich. Mit Sprüngen von 106,5 und 111,5 Metern, nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord und der Note 229 hatte er am Ende 13,4 Punkte Vorsprung vor dem Österreicher Andreas Goldberger mit 107,5 und 102,5 Metern. Das Abschneiden der deutschen Springer ähnelt dagegen einer mittleren Katastrophe. Und warum? Sie wollen die Beine partout nicht spreizen. Aber nur dieser zur neuen Technik erklärte V-Sprung bringt den Sieg. Thomas Klinger erklärt, warum. Am Anfang war der Vogel und der Mensch versuchte es ihm gleich zu tun. Wissenschaftlich arbeitete man nach dem Zweiten Weltkrieg an der aerodynamisch günstigsten Haltung, nahm die Arme von vorne nach hinten, schmiegte sie an den Oberkörper an. Sprang so bei jeder Witterung fast unverändert über 30 Jahre lang. Bis vor 3 Jahren ein Schwede, Jan Boklöv, kam, die Skier scherte und siegte. Die Konkurrenz amüsierte sich erst, fing aber nach den Erfolgen an, es auszuprobieren und sich umzustellen. Vor allem die Österreicher, die erfolgreichste Sprungnation. Aus dem Nebeneinander des klassischen Stils mit dem aerodynamisch noch günstigeren V-Stil wurde durch eine Veränderung der Benotung zu dieser Saison ein Vorteil für den V-Springer. Denn das Scheren der Ski wird nicht mehr mit saftigen Punktabzügen bestraft. Das Springerlager dennoch geteilter Meinung. Ich finde es dann schon gut, dass jeder so springt, wie er es für richtig hält. Und ich finde es für richtig, wie ich immer so gesprungen bin. Ich möchte mich da nicht irgendwie umstellen, weil es andere so machen. Obwohl sich auch die Klassiker stilmäßig veränderten. Die Skier sind zwar parallel, scheren aber nach der Seite aus, um den optimalen Auftrieb zu erhalten. Und trotzdem muss man ganz umstellen. Ja, also über kurz oder lang auf alle Fälle, da wird für die meisten nichts anderes übrig bleiben. Um auch weiterhin bejubelt zu werden und nicht hinterher schauen zu müssen. Um aufs Siegestreppchen zu springen, scheint der V-Stil der einzige Weg. Am Anfang sprachen viele Traditionalisten von einer unästhetischen Unart. Die Bilder sprechen dagegen. Der neue Slogan heißt, nur V-Fliegen ist schöner. Aber auch dem besten Springer nutzt der neue V-Stil nichts, wenn er ein bisschen trottelig ist, wie der Österreicher Ernst Vettori. Der hat nämlich letztens die Skier verwechselt. Er hat einen eigenen angeschnallt und einen anderen, gleichaussehenden von einem Teamkameraden. Gemerkt hat das erst beim Absprung, da war es schon zu spät.
Was wieder einmal beweist, mit den Beinen allein kann man auch nicht denken. Das Wetter. Teils aufgelockert, teils stark bewölkt und zunächst nur gebietsweise im Laufe der zweiten Tageshälfte nördlich des Mains aufkommender Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte 6 bis 2, südlich der Donau bis minus 2 Grad. Tageshöchstwerte 3 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten: am Montag im Norden und Osten anfangs etwas Regen, sonst trocken. Im Süden gebietsweise Aufheiterungen, wenig Temperaturänderung. So viel für heute, meine Damen und Herren. Über den letzten Stand der Dinge berichtet die Tagesschau um 0.35 Uhr und später noch einmal zum Sendeschluss. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Die Tagesthemen kommen dann um 22.50 Uhr nach dem Kulturreport. Denn wie gesagt, von jetzt ab werden die Tagesthemen ja regelmäßig auch am Wochenende gesendet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.